Gut. Was bekommen wir? Eine Dungeon-Karte. Cool. Das werden wir dann bestimmt sehen. Also entweder ist es jetzt schon der Tempel oder... Ich weiß auch nicht. Gehen wir mal weiter. Von der Größe her müsste es der Tempel sein. Ein großer Raum. So. Nochmals auf die Karte schauen. Jetzt sind wir... Ach so, jetzt sind wir hier. Gut. Dann... Können wir hier noch eine Truhe holen. Hier... Ist noch eine Vogelstatue. Sieht noch nach viel Arbeit aus. Kleiner Moment. So. Jetzt haben wir... Gut, die bleibt offen. Gut, jetzt kommen wir wieder ganz leicht hier hin. Gut. Und ich hol mir nochmals Verstärkung. Erstmal speichern. Dann nach draußen. Ja. Dann kommt man jetzt hier echt nicht drüber. Doch. Dann nach oben. Ja, und nochmals Tränke kaufen. Ich weiß nicht, entweder bin ich viel zu ungeschickt oder... Oder die Zelda-Spiele sind schwieriger geworden, was ich zwar irgendwie bezweifle. Wobei, muss wohl irgendwie einen Grund geben, warum wir von Anfang an mehr als 3 Herzen haben. Was hatten wir? Irgendwas 6 oder so? Oder 5? Naja. Vielleicht liegt es auch an der Steuerung. Bei Twilight Princess konnte man ja indirekt wählen, was für eine Steuerung das man will. Je nachdem, welches Spiel man gekauft hat.
Was wollte ich genau? Tränke. Wobei, bei Twilight Princess finde ich die Wii-Steuerung gar nicht mal so schlecht. Habe ich mit diesem Wii Motion Plus Zeugs beim Schwert. Klingt ja gut, aber was wollte ich? Tränke, genau. Ich bin da mit der Wii Motion Plus viel zu ungenau. Her damit. Ja, ja. Ich will noch einen Trank. Her damit. Gut. Und wieder zurück in den Tempel. Zur gelben Säule. So. Mach ich. Ich wähle diese Vogelstatue. Genau. Ich frage mich, ob die Wolkendecke mal ganz weggeht. Wenn ja, dann freue ich mich auf die Aussicht. Wenn nein, dann wollten die wohl Rechnerleistung sparen. Was, die Gegner sind wieder da? Zum Glück kann ich die einfach auslassen. Da muss ich ja nicht mehr hin. So. Und wieder sind wir in diesem großen Raum. Ja. Nochmal speichern. Speichern. Und mal schauen. Falsches Gerät. Gut. Jetzt bei dem Typen. Können wir da das Zeugs zurückschmeißen? Nee.
hat es hier irgendwo eine... Ja, da hat es so eine positionierte Bombe. Ich hätte es wissen müssen. Ne, Mist. Mist. Gut. Ein Gegner ist weg. Und ich habe da noch mehr gesehen. Und ich will da ungestört rüber können. Okay, viel weiter kann ich nicht mehr. Gut. Aber kann ja versuchen, wenn ich möglichst direkt fliege, ob es dann noch genügt. Bezweifle es zwar, aber probieren geht über studieren. Ja, und weiter. Genau, es hat noch geklappt. Gut. Jetzt ist die Frage. Zeig mal die Karte. Ich hab's mir fast gedacht. Wetten, da kann ich einfach ohne Probleme drauf laufen. Genau. Oh. Wohin geht's denn hier? Ach so. Zu einer Truhe. Stoßen? So. Was ist echt hier drin? Schlüssel, würde ich sagen. Oder ein Schmuckschädel. Gut.
So, was? Nun, wieder zurück. Aber diese Dinger, kann ich da irgendwas freischalten? So mit so diesen Hebeldinger? Na. Ah. Da kann man sich beim Kriechen noch hetzen und Energie versauen. Na cool. Mal auf die Karte schauen. Ach so, da dort drüber und dann so und okay. Wow, zu weit. Bis wohin? Kann man da nicht irgendwie diese... Nee, kann man nicht. Echt nicht? Diese Markierungen setzen? Scheinbar nicht. Ja. Also auf gut Glück. Oh. Das Ding da will ich nicht. So. Und hier geht's wieder da lang, oder? Ja. Gut. Wow. Ah, Mist. So, wieder mal kriechen. Mal was ganz Neues. Was ist hier? Das ist ja ein ganzer Ehrgarten. Nee, das kann man nicht stoßen. Nö. Einfach immer der linken Wand lang. Sich im engen Irrgarten drehen und nochmal kurz auf die Karte schauen. Ach, rechts wäre noch eine Sackgasse gewesen, aber egal. Und wir haben das andere Ende erreicht. Okay.